Jo, wir sind wieder in Repnatorp und gehen wir jetzt mal zu Randvi. Hey, nicht so schnell. Hey, Eivor. Hey, Kids. Habe ich denn eigentlich noch Ressourcen hier? So. Nein, ich muss wieder Raubzüge machen. Also, irgendwie hier unten muss es auch noch Kloster geben in diesem Bereich. Ja, gut. Gehen wir erstmal zu Randvi. Fest machen wir nicht. Das machen wir mal, wenn wir alles ausgebaut haben. Ich grüße dich, mein Herr. Ich betrat Jofavikshir, um Jarl Halfdan zu treffen. Und ging als Freund König Halfdans. Wir haben endlich einen Schwur. Gut, sehr gut. Was war das jetzt gerade für eine Quest? Oh, ich muss zurück. Machen wir aber auch erstmal, ne? Halt, Welt. Was ist denn da passiert? Komisch, irgendwie geht das manchmal nicht. Aber Schokolade gegessen. So für zwischendurch. Abendessen gibt's noch. Ich weiß gar nicht, was wir heute machen. Müssen wir noch einkaufen, mal gucken. So, was ist hier wohl passiert? Ist der Halfdan dann vielleicht gestorben, weil er doch vergiftet wurde? Vor allem, wieso soll ich den Halfdan dann treffen? Ja gut, weil ich davon ausgehe, er ist noch da. Ich weiß ja jetzt noch nicht, dass er nicht da ist. Ich frage mich, wie es Halfdan geht, nun da er auf seinem Thron sitzt. Moira, stimmt etwas nicht? Weine um Nordhimbre. Ist es wegen Halfdan? Geht es ihm schlechter? Sein Herz ist gebrochen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nun, da Faravid verloren und seine Brüder fort sind, wiegt er sich in Verfolgungswahn und Trauer. Ich könnte mit ihm sprechen. Wo ist er jetzt? Er läuft durch Pichiringas Felder mit seinem geliebten Beonton. Ich finde ihn. Danke, Moira. Pichiringa ist im Osten. Folge einfach der Straße nach Skadaborg. Ach so, das ist dieses kleine Dorf, ich weiß. Richtung Osten. Das ist unten am Fluss, da genau. Da sind wir auch schon mal gewesen. Muss ich jetzt da hinlaufen? Nee, komm, wir machen wie beim letzten Mal. Wir segeln ein Stück. Haben wir doch auch gemacht. Da hatten wir irgendeine andere Quest. Los geht's. Komm, zieht mal richtig durch hier, jawohl. Hey, was ist denn hier los? Vermutlich ein feindliches. Nee, da habe ich alles schon. Das Plündern war jetzt nicht. Ich habe einen Auftrag. Ich muss dann echt mal mein Team ausrüsten, also. Ist unter euch ein Seeskalde? Den Mast legen! Hör zu. Ich erzähle nun die Geschichte des ersten Berserkers. Einem Holzfäller namens Grimm.
der vor langer Zeit in Finnmark am... Das setzen wir später fort. Genau. Merkt ihr die Geschichte? Glaube ich nicht mehr so. Egal. Was ist denn hier? Ach so, Erze. Das klang jetzt gerade kurz wie so eine Truhe. Zeig es mir. Ja! Boah, erstmal nach Pizzeringa hoch. War ja so klar, dass da jetzt irgendwie wieder was zum Klettern kommt. Ich finde einen Weg rauf. Oder auch nicht. Och Mann, das Klettern, das nervt. Ja, springen. Ja, springen. Ja. Nein, da will er nicht. Was siehst du, alte Freundin? Was ist los? Ich bringe dich zurück nach Jorvik. Komm hoch, Herr. Du bist ein König. Du darfst nicht schmollen. Viele gaben Blut und Leben, um dich auf diesen Thron zu setzen. Also setz dich! Mein Bruder Ivar, starb er den guten Tod? Er starb im Kampf. Du erschlugst meinen Bruder und hast es nie gesagt. Du hast es mir verheimlicht. Es war kein Geheimnis. Ober wusste es, hatte es dir nicht. Lass mich. Nein, ich bin hier, um dich sicher nach Hause zu bringen. Also steh auf. Ich habe meinen Hammer verlegt. Ich glaube, Beonton ist damit weggerannt und mir geht es nicht gut, Eivor. Ich finde deinen Hammer und dann kommst du mit mir. Ich war auf dem Weg nach Skadaborg. Wenn du meinen Hammer findest, bring ihn mir dorthin. Ja geil, was ist denn das für ein Mist? Warum soll ich jetzt seinen blöden Hammer suchen? Dalby! Oh. Hier ist irgendwo ein... Wikinger. Keine Ahnung, dann eben nicht. Da steht er doch. Brauchst du eine ruhige Hand auf See oder in der Schlacht? Frau der Tyrannen, boah, das sieht cool aus. Folge mir. Zusammen stoßen wir die Türen der Halle des Allvaters auf. Komm, raus aus der Stadt, damit er schneller reiten kann. Darf ich seinen Hammer suchen, Mann? Was ist mit dem? Flieg, Freundin. Ja! Das Beonton und bewacht den Hammer. Lass den Hund in Ruhe. Alfdan braucht seinen Hammer. Ortstier. Ja, Beonton, nicht so schnell.
Und ist der Hund jetzt? Hier! Wo ist denn das auf der Karte überhaupt? Boah, genau. So, ich glaube, auf der Straße ist es besser. Pizza, 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 Pizzeringa. Da oben, das ist doch der Turm, ne? Boah. Nicht getroffen? Gibt's doch gar nicht. Der Leuchtturm. Halfdan erwartet mich. So, endlich. Dieser Hammer ist nicht dafür da, ihn zu werfen, Halfdan. Denk nächstes Mal daran. Mein Vater, Ragnar, schenkte ihn mir. Er hatte ihn einem finnischen Anführer abgenommen. Er war noch warm vom Blut, als er ihn mir gab. Ich zählte 14 Winter. Ragnar Lodbrok war ein großer König. Ein finnischer Pfeil tötete meine Mutter. Sie war eine Schildmaid. So wild wie der Wolf, der die Sonne verschlingt. Mein Vater schwor, die Männer zu töten, die sie uns genommen hatten. Und das tat er. Alleine gegen 14. Aber das war vor Jahren. Weit im Osten. Hier im Westen ist mein Vater ein Haufen Knochen in einer Schlangengrube. Und doch erzählen wir noch Geschichten von seinem Leben und seinen Taten. Wie starb mein Bruder? Mit der Hand auf seiner Axt wartete er auf die Schildmeiden der Gefallenen. Nun trinkt er an der Seite unseres Vaters und erwartet den Krieg am Ende aller Tage. Björnton, mein Guter. Komm her, Junge. Ein Hund vergibt immer. Doch er braucht dich zu Hause. So wie das Volk Nordhymbris. Tue dies noch für mich. Entzünde das Leuchtfeuer, das alle es sehen, und lass es brennen. Okay, hier oben das. Geil, das gibt eine Kettenreaktion, glaube ich. Moment mal. Ach so, ich habe bestimmt eine Fackel, ne? Mit der Fackel geht das auch. Na komm. Nein, leider nicht.
Ah, ich bin auch nicht hier oben. Hier oben wäre die Mauer, die da so eine Leuchtfackeln. Also so ein Leuchtfeuer, das da dann sich komplett verbreitet an der Mauer entlang. Theoretisch, wenn ich jetzt hochkletter, müsste ich irgendwie runterspringen können. Boah, krass. Ich danke dir. Du wirst in meinen Hallen immer willkommen sein. Alles klar. Der Hund war irgendwie gerade aggro. Aber ich kann jetzt im Prinzip zurück, ne? Ja. Ab. Nach Refnator.